Ja, und damit wieder zurück zu Portal 2 und ich habe ewig nicht mehr gezockt und weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Yay! Nee, also, wo waren wir denn hier stehen geblieben? Wir waren in diesem merkwürdigen Rätsel im alten Aperture Science Center. Frag mich aber nicht, wie es weitergeht, ne? Dahin steht Exit. Wahrscheinlich geht's da lang, oder? Könnte ja sein, also das wäre eine Möglichkeit. So, ich springe jetzt einfach mal hier runter und das. So, hier können wir sowieso nicht durchschießen, ne? Geil. Dann schieße ich da mal ein Portal rein, das natürlich nicht geht. Ah, okay, da geht doch ein Portal rein zu schießen. So, und jetzt sollten wir nämlich da hochkommen und dann irgendwie zum Exit kommen, ne? Also ich mache jetzt mal ein Quick Save rein und dann springe ich mal einfach hier runter. Geronimo! Tot! Jawohl! Wir haben es geschafft, wir sind verreckt und damit ist das Let's Play leider zu Ende. Nein, Quatsch. Na, Mann, jetzt war ich so weit. Na, so weit auch nicht. Ich habe mir so die Frage gestellt, wo ich hier überhaupt hin muss. Also Exit, das wäre schon eine sehr gute Option. Aber hier saß mal, hier sieht es so aus, als wäre hier meine Wand gewesen. Deswegen glaube ich kaum, dass es unser Exit ist. Wo geht's denn hier überhaupt raus? Mensch. Ja, wir beschäftigen uns jetzt mal eine Folge damit, wie wir den Ausgang am besten finden. Also, wo geht's hier raus? Erstmal lassen wir uns ein bisschen mit blauem Zeug beplumpsen. Hier war der Eingang. Ich gehe dann nochmal hier hoch. Wie sind wir denn hier hochgekommen? Ach nee, komm schon. Das wird doch jetzt nicht so schwer sein. Scheiß Rätsel hier. Wie kommen wir da hoch? Boah, ich habe keine Ahnung mehr, wie wir das damals gemacht haben. Ich meine, das ist schon wieder fast 2 Wochen her. 2 fucking Wochen, ey. So kamen wir da hoch. Perfekt. So, wo ist der Exit? Enter. Alter, nein, das kann jetzt nicht sein, dass ich den Ausgang nicht finde. Nee. Da drüben steht wohl Exit, aber ich sehe da keine Tür oder so. Was ist überhaupt das Ziel hier von... Da ist nichts. Definitiv nichts. Müssen wir da hoch? Nee, oder? Müssen wir das? Ja, nein. Vielleicht. Ja, klar müssen wir das. Damn, Geronimo! Der Kaffee von vorhin enthielt übrigens fluoreszierendes Calcium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Calcium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen, denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Oh mein Gott. Ich habe das jetzt nicht wirklich verstanden, was er gesagt hat, also sinngemäß nicht. Ja. Irgendwas kam mit Gehirn drin vor. Nein, wieder Zeug gehen. Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler-7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir rausoperieren. Okay, ich sag Bescheid, ne? Also falls ich irgendwie das Gefühl habe, dass 500 Grad heißes, was weiß ich, was in meinem Hirn drin ist, dann sag ich auf jeden Fall Bescheid. So, das sind nämlich Sachen, die sollte man wissen fürs Leben. Ich springe einfach mal raus und da was hat uns das weitergebracht? Nix. Wir müssen da hoch, so wie es aussieht, weil da steht auch Exit drauf und so. Was passiert denn?
Wenn ich Wasser, das irgendwie merkwürdig aussieht, mit dem Zeug vermische, geht das überhaupt? Ich mache hier jetzt einfach mal ein paar Versuche. Ah, okay, wir können also kein Wasser, kein Zeug auf das Wasser rauf tun. So wie es aussieht. Okay, haben wir irgendwo anders noch eine Portalwand? Außer natürlich hier im Boden. Hier scheint das generell nicht zu gehen. Können wir hier vielleicht ein orangenes Portal hin tun? Was passiert denn da? Oben an die Decke. Okay, interessant. Dann machen wir mal die... Dann besudeln wir mal die Decke mit dem Zeug, oder? Los, das deck mal schön ab. Hahaha, bitte. So, das war's erstmal. Jetzt tun wir da noch ein bisschen blaues Zeug hin und dann soll es das auch gewesen sein erstmal. Da haben wir nämlich hier auch was um die Ecke. Das könnte passen, ja. Jetzt müssen wir nur rausfinden, was uns das alles überhaupt gebracht hat. Ich probiere mal Folgendes. Okay, so, das ist irgendwie nicht Sinn und Zweck davon. Ich will doch gar nicht durch das orangene Portal durch. So, da hoch kommen wir dann sowieso nicht. Oder ist das Sinn und Zweck davon? Ich kann ja, ich weiß ja nicht. Das sieht irgendwie so, weiß ja nicht, so merkwürdig aus. Ah, wir können hier oben ein Knöpfchen aktivieren. Ja, das ist doch schon mal was. Ich flieg nicht durch. Okay, wir müssen das blaue Portal dahin tun, meine ich natürlich. Und was machen wir überhaupt? Und das orangene Portal am besten gleich hier drüber. So, perfekt. Nein, nicht perfekt. Boah, lass mich doch einmal das Zeug aktivieren. Das ist doch nicht... Oh, Mann. So, jetzt haben wir da noch so einen blauen Fleck. Okay, wir müssen den blauen Fleck, glaube ich, einfach mal hier hin tun. Perfekt. So, jetzt können wir nämlich das Knöpfchen da oben drücken. Und das Wasser hört auf zu dingsen und wir können hier, glaube ich, mal ganz einfach raus. Nein! Wir haben nur eine gewisse Zeit. Perfekt, wir haben es geschafft. Unglaublich. Und das war... Ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Okay. If a future you tries to warn you about this test, don't listen. Also, falls sich jemand aus der Zukunft über diesen Test warnt oder so ähnlich, dann hör einfach nicht hin. Werde ich auf jeden Fall beachten. Hatte auch noch nie was anderes vor. So, dann, scheiße, jetzt wollte ich da eigentlich einen Orangen. Das wollte ich zum Beispiel nicht. Da ein orangenes hin, da ein blaues und dann guck mal, was bei rauskommt. Boah, der Test, der sieht mir sehr anspruchsvoll aus. Ah nee, komm schon. Dann tue ich hier auch mal so ein bisschen blaues Zeug hin. Vielleicht bringt uns das ja was später mal. Ah, gut, ich weiß... Weiß ich wen? Wo
wo ist überhaupt der Ausgang? Schon da oben, ne? Ja, dann machen wir das mal so. Besudeln wir das ein bisschen mit blauer Farbe und auch noch hier ein bisschen weiter rechts. Und dann noch ein bisschen weiter links. Gut, und dann mache ich Folgendes. Oh Gott, da muss ich verdammt schnell sein. Für das, was ich vorhabe. Es hat auf jeden Fall super geklappt. Ja, auf jeden Fall klappt das. Also, besser hätte ich es mir gar nicht vorgestellt. Boah, ich will doch weiter hoch. Boah, tu mir das nicht an. Scheiß Dingens. So, hier das Orangene hin und... So. Boah, Mensch, das wollte ich auch nicht. Das, Alter, das ist schwer, wie ich so denke. Also, wie ich es jetzt denke, ist es schwer. Also, ich weiß nicht richtig, was ich sagen will. Ich denke, dass der Test schwer ist. Falsch gedacht. So, jetzt sind wir da drüben. Wo geht's denn weiter? Ich tippe mal einfach da hoch. Dann mache ich mal wieder einen Quicksave rein, ganz gemütlich. Das war jetzt kein Quicksave. Das war ein Quicksave. Und weiter geht's. Ich mache hier mal ganz auf Verdacht einfach mal ein Portal hin. Die Frage ist nur, was hat uns das Ganze jetzt gebracht? Hier ist der Wasser, das Wasserrätsel, wo wir vorher waren. Wo ist überhaupt der Ausgang? Wo bleibt eigentlich unsere Zeitreise? Ich sollte mal näher ans Mikrofon ran, sonst habe ich wieder so einen scheiß Widerhall. Also, kurze Frage. Doof, aber wo ist unser Ausgang eigentlich? Und... Safety first. You will be hurt. Don't endanger others. Okay. Replacements are costly. Oh mein Gott. Investigations impede progress. Das weiß ich nicht so ganz wirklich, wie es was das heißt. Ah, hier kommen wir anscheinend weiter, oder? Können wir da durchspringen? Nee, scheiße. Da geht's weiter. Ja, sag's doch gleich. Wenn wir da sind, was bringt uns das dann? Ich mag es gar nicht, mich vom richtigen Pfad abzubewegen. Oh. Wir waren doch vorher so schön durch die Testkammer und da hätten wir nicht einfach das Holz wegreißen können oder so. Das wäre doch viel gechillter gewesen. So, Och Gott, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Das ist wohl nichts Neues, aber diesmal habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung. Diesmal weiß ich nicht mehr ansatzweise. Können wir irgendwas mit dem Gel vielleicht machen? Weiß ja nicht. So, das sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus.